Hallo Kinder, wie geht es euch? Der Frühling ist da und wir haben schon schöne Blumen gebastelt und Käferlein gemalt. Und heute will ich euch vorschlagen, lustige Blumentöpfe zu basteln. Ich werde euch zeigen, wie wir die machen können. Hola chicos, ¿cómo les va? Ya llegó la primavera y ya hicimos flores, sellamos nuestros bichitos. Y hoy les quiero mostrar cómo hacer unas macetas súper divertidas. Espero que se diviertan. Für diese lustigen Blumentöpfe brauchen wir eine große Plastikflasche, Acrylfarben, Pinsel, um es anzumalen und dann Erde und eine Pflanze oder Samen. Para este proyecto, para hacer nuestra maceta divertida, necesitamos un botellón de plástico, acrílicos, pincel y tierra y algunas semillas para plantar. Als erstes werden wir unsere Flasche schneiden, hier, um die Nase und den Mund zu machen. Dann können wir zwei Deckelchen als Augen dran kleben. Und jetzt müssen wir es anmalen. Lo primero que vamos a hacer es cortarle la manija para formar la nariz y la boca y le vamos a pegar dos tapitas como ojos. Als erstes werden wir unsere Flasche anmalen. Wenn wir unsere kleinen lustigen Gesichter fertig haben, werden wir die Farbe trocknen lassen und dann werden wir sie mit Erde füllen. Cuando se secó nuestra pintura y terminamos de decorar nuestras caras divertidas, vamos a llenarlas de tierra. Unsere lustigen Blumentöpfe sind schon fertig und trocken und jetzt werden wir sie mit Erde füllen. Ya nuestras macetas divertidas se secaron y las vamos a llenar con tierra.